Ja, Mahlzeit, Messer, Freunde. Was gibt Schöneres? Samstagmittag, der Push-Booty war schon da. Neue Spielsachen vorbeigebracht. Unter anderem auch eine neue Kaffeetasse, ne? Danke, Basti. Und jetzt werden wir erstmal schöne Kaffee-Time machen und noch ein bisschen über ein Messer quatschen, ne? Ah, schöner, heißer, starker Kaffee. Ja, habe ich letztens erst auf der Bogenmesse in der Hand gehabt. Ein echt krasses Teil. Hat der Böker Plus aufgelegt. Der Designer, der Patestand für dieses Modell, war der Österreicher Raimund Lotak. Sehen wir auch hier gleich sein Logo. Wenn man es einfangen kann, das spiegelt. Lotak Design. Und hier hat er ein wirklich geiler Folder. So ein wenig im Persian-Style abgeliefert. Das Modell Ulkos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nennen wir es jetzt halt mal Ulkos. Ulkos. Und das Teil liegt ja sowas von super in der Hand, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier eine perfekte Fingermulde, die sie hier in Verlängerung geht mit dem Flipper. Und hier der restliche Griff, wo die restlichen Finger reinpassen. Dann liegt hier auf dem Chimping oben in den Platinen und auf der Klinge der Daumen perfekt auf. Und ich bin ja eigentlich kein Freund von Fingerchoils, aber wenn man es macht, sollte man es wenigstens richtig machen, so groß, dass ein Finger reinpasst. Und beim Foregrip dann auch eine weitere Daumenmulde. Und da sitzt es natürlich ja richtig geil in der Hand. Ein Messer im Foregrip mit Fingerchoil und oben mit Daumenauflage. Aber aufpassen muss man natürlich trotzdem noch ein bisschen, weil hier beginnt es halt schon scharf, ne? Das heißt, wer das so gern verwendet, da würde ich lieber hingehen in den Messerschärfer. Feilt euch da hinten den letzten Millimeter der Ecke ein bisschen runter, kann nichts passieren. Aber liegt super in der Hand. Richtig schweres, robustes Design mit wirklich fetten Edelstahlplatinen. Die werden wir dann gleich mal vermessen. Das sind Mörderteile, ey. Schönes, olivfarbenes G10. Fette Backen hier drauf. Eine Klinge aus Bökers 440C. Schön im Two-Tone-Finish. Die Klinge hat hier, wenn man die Fläche hier oben, die geraden Flächen, die sind hier so schön längs satiniert. Und oberhalb der Schneide, diese Fläche, wo hier in den Hohlschliff geht, die hat so ein richtig schönes Stonewash-Finish. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera gut erkennen. Es spiegelt hier so ein bisschen, ne? Die glänzt. Ein richtig cooles Klingendesign. Schwerer Liner-Look, also der verriegelt Bombe. Mit einem Flipper macht es natürlich richtig Spaß, das Ding aufzuflippern. Steht perfekt mit der ganzen Linerbreite, steht er genau an und verriegelt so natürlich Bomben. Da ist auch kein Spiel irgendwo hin. Zwei verschiedene Arten Washer. Hier drüben haben wir einen kleinen Ventilwascher drunter, hier drüben einen großen Kunststoff- oder Keramikwascher. Schwer zu erkennen, auf jeden Fall einmal weiß, einmal so Messingfarben. Wir haben auch keine skelettierte Platine. Das heißt, wirklich massiv, robust, gut zu reinigen, bringt ordentliches Gewicht. So werden wir jetzt gleich mal gucken, was dieses Teil auf die Waage bringt. Also für Ultraleichtfetisch ist nichts, aber für jeder, der einen schweren, robusten Folder mag, dem kommen hier 212, 211 Gramm entgegen. Das entspricht genau 7,5 Unze. Also da wisst ihr, was ihr in der Hosentasche habt. Das merkt ihr, wenn euch der, wenn ihr den nicht dabei habt. Das merkt ihr sofort. So, wo haben wir meine Schieblehre? Ja, da. Dann schauen wir doch mal, was das Teil für eine Klinge hier bringt. Hier oben haben wir 3,5 mm starke Klinge. Und diese Platinen bringen volle 2 mm. Also da braucht er echt keine Angst haben, dass hier irgendwas nachgibt, ne? Da wurde nicht an Material gespart. Wir haben hier eine 10 cm Klinge mit einer effektiv nutzbaren Schneide von fast von 9,4. 94 mm Schneide und hier 10 cm Klinge. Also so 4 Zoll Klasse. 4 Inch. 4 Inch Klinge. Ne? Der Clip ist umsetzbar, nur auf einer Seite, also rechts, rechte Hosentasche.
entweder Tip Down oder Tip Up. Sieht auf den ersten Blick nach exotischer Schraube aus, aber hier innen drin könnt ihr einen Torx ansetzen, also auch kein Problem mit Nachstellen. Und die Handlage von dem Teil ist wirklich klasse. Das Ding liegt so cool in der Hand, das gibt's gar nicht. Wie für mich gemacht. Sogar noch Platz für größere Hände. Ne? Handschuhgröße 9, also da passen nur 10, 11 hin. Und im Foregrip ebenfalls klasse. Brutales Teil. Scharf kommen die Dinger immer von Peter. Das ist okay. Preislich liegen wir da beim Shop vom Bastian Expedition Company, ich werde mal den Link drunter hängen, bei 65 Euro. Finde ich ein guter Preis für die Materialien. 440C, G10. Richtig schöner, schwerer Folder. Bisschen so im persischen Stil. Keine Daumenpins, sondern schön Flipper. Das macht immer so richtig Spaß, so diese Dinger zu flippern. Geiles Teil. Okay, Leute, zieht euch mal den neuen Ulkos Volker von Böker Plus rein. Ein Design vom Raimund Lotak beim Basti im Shop für 65 Euro. Okay, Leute, ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee. Und euch wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Der Jubili sagt tschüss, bis zum nächsten Video, das sicher morgen folgt. Okay, ciao Leute, macht's gut.